Gott, sind Sie ein Idiot. Was soll ich denn machen? Mir blieb doch nichts anderes übrig. Ihm ein paar Scheine in die Hand drücken und abschieben. Sie haben doch gesagt, er war besoffen. Ja, aber nicht so besoffen. Und er hat die Nummern gelesen. Und warum haben Sie nicht die falschen drüber getan? Die habe ich vergessen in der Eile. Mit ihren verdammten Scheißweibergeschichten. Setzen Sie sich hin. Sie sollen sich hinsetzen. Hier. Das ist ein Film von gestern Abend. Und da ist auch noch die Talkshow von vorher drauf. Das sehen Sie sich jetzt ganz genau an. Und wenn Sie irgendjemand fragt, Sie haben ferngesehen gestern Abend bis spät in die Nacht. Und dabei bleiben Sie. Egal, was passiert. Glauben Sie denn, dass die auf mich kommen? Wir müssen damit rechnen. Kommt doch mal, der Arzt ist schon. Das ist keine Unfallverletzung. Er ist eindeutig durch einen Schlag mit einem Gegenstand gestorben. Ist sowas hier? Durchaus möglich. Aha, klebt auch Blut dran. Ungefähr 200 Meter von hier macht der Bach einen Knick. Da schwimmt ein Haufen toter Fische, alle mit dem Bauch nach oben. Sieht nach illegaler Giftmüllentsorgung aus. Dann ist ja wohl klar, was hier gelaufen ist. Der Fahrer hat die Brühe in den Bach geleitet und ist dabei überrascht worden. Ja, und dann hat er die Nerven verloren und ist mit angeschlossenem Schlauch abgehauen. Es kann doch nicht so schwer sein, den Wagen festzustellen. Ich meine, es dürfte doch nicht allzu viele Firmen geben, die sich mit Entsorgung befassen, oder? Ja, erst einmal müssen wir feststellen, worum es sich bei dieser Brühe handelt. Ich gebe Ihnen sofort Bescheid, sobald das Labor soweit ist. Nichts, was dich interessieren müsste. Hier. Deine Stresszulage für dich und deinen Freund in der Buchhaltung. Und wie gesagt, diesmal soll er mich mit dem vollen Betrag belasten. Ja. Und das nächste Mal dann alles wieder wie gehabt. Aber wenn die hier... Es ist doch gar nicht gesagt, dass die Polizei kommt. Und wenn? Unser System ist doch bombensicher. Hallo. Der Tank ist fast leer. Nur ein kleiner Rest. Also ich bestehe jetzt 25 Tonnen. Ja. Und ich bezahle auch für 25 Tonnen. Werner, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Sag mal, haben inzwischen die Kollegen vom Umweltdezernat angerufen? Ich habe da nämlich mal ein bisschen Dampf gemacht. Ja, ja, das handelt sich um hochgiftiges Zeug, um Rückstände, die bei der Produktion von Akkus und Batterien anfallen. Ja. Sieht
ja wirklich so aus, als wollte da jemand die Kosten für die Entsorgung sparen. Offensichtlich, denn das ist nicht billig. Ich habe mich erkundigt. Akkus, Akkus. Wie viele Firmen haben wir denn hier, die sowas herstellen? Allein in Hamburg 10 bis 15. Zu denen gehen wir jetzt. Behalt ruhig deine Jacke an. Die Jacke ist nicht das Problem. Die neuen Schuhe sind's. Die drücken. Ich hab schon Blasen. Was ist denn nun? Humpelst du mit oder nicht? Ich hab's doch gewusst. Dein freundliches Aussehen ist alles nur Show. In Wirklichkeit bist du ein mieser Sadist. Schön gestern Abend. Ich habe gar nicht mehr gehört, wann du weggegangen bist. Bleibt bei heute Abend so gegen 9? Kann sein, dass Moosbach eine Fuhre verschiebt. Ah. Der schubst euch rum, wie es ihm gefällt. Tu mir den Gefallen und lass mich zufrieden. Mir geht's nicht besonders gut, okay? Keine Sonderfuhren mehr an? Genau das. Jedenfalls nicht in der nächsten Zeit. Es ist nur so, wir haben mit dem Geld festgerechnet. Und wenn das Geld jetzt wegfällt, kommen wir ganz schön in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Ja, aber jetzt schon. Was ist denn überhaupt passiert? Und warum muss so plötzlich Schluss sein? Weil heute Nacht was passiert ist. Dem Westrich überrascht, wie er abgelassen hat. Polizei? Nee, ein Besoffener. Und? An was kann der dich schon erinnern? An falsche Nummernschilder, sonst nichts. Waren aber keine dran. Die hat er vergessen. Mann, das darf doch nicht wahr sein. So blöd kann doch keiner sein. Klammbeck. Nie mit eigenen Nummern, das war abgemacht. Mann, die hat dich doch zugeschmiert. Die konnte er gar nicht lesen. Sowas kann man doch gar nicht vergessen. Du bist doch nicht ganz dicht. Mann, der Motor hat gestreikt. Den musste ich erst mal wieder flott kriegen. Und dann wurde schon hell. Sonst hätte ich das Zeug doch nie in Hamburg abgelassen. Hamburg? Bist du verrückt? Wir haben gesagt, niemals Hamburg! Entschuldigung, wenn ich störe, aber ich brauche einen Fahrer für eine Fuhre zum Freihafen. Das kann Westrich machen. Westrich, übernehmen Sie das. Und melden Sie sich gleich wieder bei mir, wenn Sie zurück sind, ja? Nur weil ein Besoffener zufällig vorbeikommt, der nicht mal die Nummernschilder lesen kann, weil sie verschmiert sind, muss man doch nicht gleich alles aufgeben. Oder gibt's da noch was anderes, Chef? Naja. Morgen steht's ja sowieso in der Zeitung. Westrich hat total die Kontrolle verloren. Er ist in Panik geraten und hat den Besoffenen erschlagen. Ach, gibt's denn was Besonderes? Was Besonderes? Nee. Wieso? Nur wegen der Sitzung, so kurzfristig anberaumt und nur mit ein paar ausgesuchten Fahrern. Ach so. Wegen der neuen Aufteilung. Wer was fährt, die langen Strecken und so. Das sollen in Zukunft die Jüngeren machen. Ach so, ich dachte, weil mein Schwager heute Morgen so nervös ist. Gibt's da irgendwelche Gründe für?
Woher soll ich das wissen? Fangen Sie noch selber. Das werde ich wohl. Der LKW steht schon am Tor. Papiere bringe ich gleich. Ich frage mich, ob es irgendwo eine undichte Stelle in unserem System gibt. Ach, Unsinn, wer denn? Wir haben die Lizenz für die Transporte. Wir holen das Zeug bei Kehler ab, wir heften ganz ordnungsgemäß den Begleitschein dran. Wir liefern das Zeug bei Liebschke ab und lassen uns von ihm ganz offiziell den Schein abstempeln. Dass die Menge, die bei Liebschke ankommt, nicht mehr die ist, die auf dem Schein ist, das merkt doch kein Mensch. Stimmt. Ja, und wenn die Buchhaltung bei Liebschke überprüfen und merken, dass das, was vorne als Anlieferung eingetragen wird, hinten wieder ausgebucht wird? Das ist alles sehr gut im Computer versteckt. So weit gehen die Bullen nicht, Theo, wenn nach außen alles korrekt und glatt aussieht. Wenn ihr dicht haltet, kann nichts passieren. Und genau das ist das Problem. Wie meinen Sie das? Westrich. Der wird schon den Mund halten. Der steckt doch selbst am meisten dran. Mensch, du, Westrich ist anders als wir. Der ist ja jetzt schon völlig durch den Wind. Treibt den in die Enge und er quatscht. Dann sorgen Sie dafür, dass das nicht passiert. Es gibt verschiedene Firmen, die uns fahren. Wo bleiben die Transportfirmen mit Zeug? Im Unterfahren bringt es überwiegend zu Fischer und Sohn. Bis unsere neue Kläranlage fertig ist, entsorgt diese Firma für uns für die Schadstoffe. Und Sie rechnen dann mit Fischer und Sohn ab? Nein, wir zahlen den Transporteuren eine Pauschale, mit der wir Transport und Entsorgung zugleich abdecken. Ist das üblich? Jetzt kommt vor. Nicht so oft, aber manchmal schon. Ein Sonderabkommen. Und wer ist gestern für Sie gefahren? Gestern waren es zwei, Friebe und Moosbacher. Ja, meine Herren, das war's wohl. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Na endlich. Ich habe geglaubt, Sie kommen überhaupt nicht mehr zurück. Sie haben mich doch zur Post geschickt. Ja, vor einer Ewigkeit. Es hat ja wahnsinnig lange gedauert. Der Chef hat die ganze Zeit auf Sie gewartet. Wenn ich Sie wäre, würde ich lieber runterkommen von meinem hohen Ross. Eine so gut bezahlte Stellung kriegen Sie nie wieder. Wenn ich daran denke, was ich in Ihrem Alter verdient habe. Damals musste man auch hart arbeiten für sein Geld. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Nur, dass manche heute eben ihr Geld leichter verdienen. Das kommt natürlich immer auf den Chef an. Der Leistung haben will oder... Naja. Moment mal, wo wollen Sie denn hin? Ich dachte, der Chef wartet. Ja, aber jetzt geht's nicht. Herr Schneider ist bei ihm. Wenn ich dich recht verstanden habe, möchtest du dich beschweren? Nein, nein, ich will mich nicht beschweren. Ich möchte nur gelegentlich etwas besser eingeweiht werden, dass ich dich besser entlasten kann. Wie stellst du dir das vor? Dass ich an solchen Sitzungen wie heute Morgen beispielsweise teilnehme. Ich will dir mal was sagen. Du bist hier, weil meine Schwester, also deine Frau, 49% der Firma besitzt. Und das ist aber auch der einzige Grund. Vielleicht solltest du mir mehr Vertrauen entgegenbringen. Ich glaube kaum, dass die Firma das aushalten würde. Also wollen wir es doch lieber so lassen, wie es ist. Wie du meinst, du bist der Chef. Ja, und das möchte ich auch bleiben. Herein. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich habe nächste Woche eine Verbandstagung in Kassel und da soll ich das Schlussreferat halten, also so eine Art Resümee, und dafür brauche ich eine Sekretärin. Hm. Eine schöne Abwechslung für Frau Vollmer. Frau Vollmer brauche ich hier. Mir wäre es am liebsten, Sie würden mitfahren. Das geht nicht.
kann meine Mutter nicht allein lassen. Naja, vielleicht überlegen Sie sich's noch. So eine große Chance für Sie. Sie wollen doch auch weiterkommen. Es tut mir leid. Gut. Herr Grossmann? Ja. Kirchhoff. Angenehm. Na ja. Tag. Tut mir leid, dass Sie sich hierher bemühen mussten, aber ich habe hier leider einen dringenden Termin, den ich nicht absagen konnte. Das hat uns Ihre Sekretärin schon gesagt. Also haben Sie in Ihren Unterlagen nachgesehen? Nein, nein, das war nicht notwendig. So etwas wie gestern Nacht ist in Hamburg noch nie vorgekommen, das müsste ich wissen. Sind Sie schon lange bei der Umweltbehörde? Lange genug, um mir das verbindlich sagen zu können. Und in Schleswig-Holstein? Ja, oder Niedersachsen. Ich meine, sind Sie da ganz sicher? Nein, das müsste ich instruieren bei meinen Kollegen, aber das ist schnell gemacht. Ja, je schneller, desto besser. Jedenfalls vielen Dank im Voraus. Nicht der Rede wert. Ich rufe Sie dann an. Ja. Möchten Sie noch was bestellen? Nein, vielen Dank. Wir sind leider auf Diät. Ja. Wiedersehen. Wo kommen die denn? Du wirst es nicht glauben von deinem Chef. Er hat mich heute Nachmittag besucht. Und was wollte er? Sich mit mir unterhalten über deine Karriere. Karriere? In seinem Laden? Sei nicht so hochnäsig. Warum bist du so negativ, wenn ich von ihm rede? Er will dich mit nach Kassel nehmen als Chefsekretärin. So will er das? Ja. Er ist ganz begeistert von deiner Arbeit. Ich glaube, der hat viel mit dir vor. Das glaube ich auch. Aber nicht als Sekretärin. Du siehst alles nur negativ. Auf die Idee, dass er dir helfen will, darauf kommst du gar nicht. Nee, bei ihm nicht. Ich weiß genau, was der will. Mach dir das doch nicht kaputt. Das ist doch eine Chance. Oder willst du dein Leben lang Tippse bleiben? Ich komme allein weiter. Allein. Ja, aber schneller, wenn dir Herr Moosbacher dabei hilft. Ja, wenn ich mit ihm ins Bett gehe. Immer noch besser als mit deinem Fahrer. Das ist doch wahr. Herr Moosbacher ist erfolgreich. Der stellt etwas dar. Und der sieht gut aus. Ja, das tut er wirklich. Und ist dreimal geschieden. Ach, auf einmal. Auf einmal bist du moralisch. War ja sonst nicht der Fall. Aber von mir aus, mach doch, was du willst. Mach denselben Fehler wie ich, heirate einen Armschlucker. Mein Leben lang habe ich gearbeitet. Früh in der Fabrik und abends zu Hause. Jede Mark habe ich umgedreht, auf alles verzichtet. Und eins sage ich dir, Liebe dauert nicht ewig. Die vergeht schnell, verdammt schnell sogar. Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wovon man in der nächsten Woche leben kann. Herr Liebschke, wann war das? Heute Morgen. Da hat Moosbacher geliefert, gleich als Erster. Hier. Diese Menge? Ja, diese Menge. Das habe ich genau kontrolliert. Weil für uns ist ja jeder Liter bares Geld. Aber Ihr Eingangsbuch ist doch nicht die einzige Kontrolle, oder? Naja, sie ist die wichtigste. Denn in dieser Klatte werden ja
werden ja die Lieferungen nach Menge, Schlüsselnummer und Datum quittiert. Und dann natürlich die sogenannten Begleitscheine. Art und Menge des zu entsorgenden Stoffes, angegeben vom Abfallerzeuger, werden hier nochmal geprüft. Und dann per Durchschlag an den Erzeuger und die zuständige Fachbehörde rückbestätigt. Ah ja. Ja. Könnten wir den Leiter der Buchhaltung sprechen? Buchhaltung? Der Buchhaltung. Lieferung, Zahlung, das muss ja alles verbucht werden, oder? Ja, natürlich, selbstverständlich. Entschuldigung. Moment. Ja, Liebschke hier. Hier sind zwei Herren von der Kriminalpolizei, die möchten Sie sprechen. Es geht um diese Buchung Moosbacher. Ja, vielen Dank. Tja, für die Firma Moosbacher ist unser Herr Köster zuständig. Also wie gesagt, das System ist lückenlos. Also, da fragt man sich natürlich, wie kann es wirklich zu solchen illegalen Entsorgungsfahrten kommen? Tja, schwarze Schafe. Ah, das ist unser Herr Köster. Guten Tag. Das sind die Herren Feldmann, Schöller von der Kriminalpolizei. Wobei kann ich Ihnen behilflich sein? Wir hätten gern die letzten Buchungen der Firma Moosbacher eingesehen. Oh, da haben Sie einen falschen Moment erwischt. Unser Computer ist wieder mal ausgefallen. Und leider brauche ich den, sonst suche ich mich tot. Wie lange dauert so ein Ausfall? Oh, nicht lange. Bis morgen früh vielleicht. Höchstens. Na schön, dann bis morgen früh. Geben Sie mir Ihre Nummer. Ich rufe Sie dann an, wenn das Ding wieder läuft. Bitte schön. Je früher, desto besser. Wiedersehen. Wiedersehen. Die kommen wieder. Und dann? So nahe kann doch ein Computer nicht ausfallen. Ist wirklich ausgefallen. Jetzt hätte ich denen die Buchung doch gezahlt. Kein Grund zur Panik, ist alles korrekt. Und um die Stornierungen zu finden, sind die zu blöd. Man findet ja kaum einen Fachmann, so gut er sich versteckt. Du hast es einfach so hingenommen? Ja, mein Gott, was hätte ich denn machen sollen, deiner Meinung nach? Du bist nicht sein Angestellter, du bist sein Geschäftspartner. Ja, ja. Habe ich auch versucht, ihm klarzumachen. Aber du kennst ja deinen Bruder. Du bist einfach zu höflich, Stefan. Aber hast du wirklich keinen Grund, dich unterlegen zu fühlen mit deinem Studium? Ja, sag ich mir auch immer. Aber dann kommt er und... Ach, tut mir leid, Elke. Ich weiß ja, wie schwer es ist, mit ihm auszukommen. Was passiert dir, wenn du das Maul nicht hältst? Theo! Bist du bescheuert? Was glaubst du, was bei mir auf dem Spiel steht? Was meinst du, wie es bei mir aussieht? Aber das ist doch keine Lösung. Komm, beruhige dich mal. Furchtbar. Ich hoffe, Sie finden das Schwein bald. Würde mich freuen, wenn ich Ihnen dabei helfen kann. Das können Sie, indem Sie uns die Unterlagen für alle Entsorgungsfahrten Ihrer Firma zeigen. Meine Unterlagen? Ja, gut, wenn Sie meinen. Sehr gern. Frau Vollmer, bitte die Begleitscheine für die Entsorgung. Danke.
Hier. Jede Entsorgungsfahrt hat ihren eigenen Begleitschein und das ist der von gestern. Das ist die Eintragung der Chemiefirma. Das ist die Menge, die geladen wurde. Hier haben Sie die Schlüsselnummer, also die Art des zu entsorgenden Schadstoffs. Und hier ist die Bestätigung der Anlieferung bei Fischer und Sohn. Alles mit Stempel und Unterschrift. Sonderbar. Das ist der gleiche Schadstoff, der gestern Nacht in den Bach abgeleitet worden ist. Sonderbar? Was meinen Sie damit? Naja, ist doch auffällig. Genauso Zeug, wie Sie gestern transportiert haben, wurde heute Nacht illegal in den Bach geleitet. Moment. Es gibt ja wohl nicht nur eine Firma in Hamburg, bei der solche Rückstände anfallen. Und nicht nur einen Transporteur. Keine Sorge. Die überprüfen wir auch noch. Ja, und was, wenn die Fuhre von auswärts gekommen ist? Wie heißt der Fahrer, der heute Morgen bei Fischer und Sohn abgeliefert hat? Westrich. Können wir den sprechen? Sicher. Wenn er wieder zurück ist, morgen oder übermorgen. Er ist auf Tour. Gut. Dann rufen Sie uns bitte sofort an. Wiedersehen. Mach ich. Vielen Dank. Meine Herren? Wiedersehen. Wiedersehen. Was wollt ihr denn? Wir sollen Westrich im Auge behalten. Was sollen wir tun? Wollen wir aufs Klo gehen? Versprochen, nicht mehr zu saufen. Lass mich zufrieden. Was hast du? Nichts. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Also bitte lass mich zufrieden. Du hast gesagt, du liebst mich. Aber das ist nicht wahr. Denn dann willst du mir sagen, was mit dir los ist. Günther, was hast du? Deine Scheißfragerei geht mir langsam auf den Sack. Also bitte lass mich zufrieden. Wenn der sich jetzt bei ihr aussetzt, können wir einpacken. Glaube ich nicht, sieht nicht so aus. Lass uns gehen. Jetzt mach mich nicht dauernd an. Wenn irgendwas anfällt, werde ich mich bei dir melden, okay? Mit dir einheben. Ach, auf einmal. Komm, Schwamm drüber. Prost. Auf die Ladies. Wieso bist du noch auf? Warum schläfst du nicht? Ich kann nicht schlafen. Hast du eine Medizin genommen? Ja. Und das Valium? Es wirkt nicht. Was ist passiert? Da fragst du noch. Du hast mich so aufgeregt.
Meine Hände zittern, ich kann nicht meine Kaffeetasse festhalten. Mama, nicht schon wieder. Versuch mich nicht dauernd zu erpressen. Ich erpress dich? Was kann ich denn dafür, dass ich krank bin? Nichts. Nichts. Darum geht's doch gar nicht. Ich hab mich für dich krank geschuftet, damit's dir mal besser geht. Aber das interessiert dich ja gar nicht. Ist mir auch egal. Ich will keine Dankbarkeit. Hab ich nie gewollt. Oh, Mama. Mama. Ich tue für dich, was ich kann. Ich hab dich nicht darum gebeten. Aber ich tue es gern. Nur lass mich bitte mein Leben so leben, wie ich es möchte. Hindere ich dich etwa daran? Von mir aus zieh doch zu deinem Fahrer. Also aber dann sitzt du in 30 Jahren genauso da wie ich. Sei jetzt bitte ruhig, Mama. Du weißt, dass ich alles für dich machen würde, aber du kannst von mir bitte nicht verlangen, dass ich mich mit diesem Moosbacher einlasse. Das habe ich nicht von dir verlangt. Nur weil du der schöne Wohnung sein hast. Das habe ich nicht gesagt. Mama. Niemals habe ich das gesagt. Warum sagst du so etwas? Willst du mich umbringen? Du bringst mich um. Du bringst Mama. Mich um. Steig aus und kotz dich draußen aus. Na los, mach schon. Vielfach hat er den Boden vollkotzt. Wie lange soll das eigentlich so weitergehen? Das können wir doch nicht jeden Abend abziehen. Wenn Westrich quatscht, sind wir alle dran. Und Moosbacher verliert die Firma. Wo bleibt er denn? So lange kann man doch gar nicht kotzen. Lass uns mal nachsehen. Ach du Scheiße. Auch das noch. Komm, fass mit an. Lass ihn liegen. Was? Du sollst ihn liegen lassen. Hier auf den Schienen? Natürlich auf den Schienen. Und wenn zukommt? Pech gehabt. Theo! Das ist Mord. Mord, spinnst du? Ist das etwa unsere Schuld, wenn der in seinem Sofa einfach abbaut? Was sollten wir machen? Plötzlich war er weg. Du willst ja auch, dass er seine Schnauze hält. Oder willst du, dass er uns noch mehr in Schwierigkeiten bringt? Ich kann doch nichts dafür, dass du einen Schwachkopf geheiratet hast. Nicht in diesem Ton, bitte. Mit mir kannst du nicht so umspringen. Elke, dann werd endlich vernünftig und sieh die Dinge, wie sie sind. Ich sehe nur, dass du Stefan von allem fernhältst. So ist es, ja. Und so soll es auch bleiben. Bin doch nicht verrückt und setz die Firma aufs Spiel. Naja, und du bist doch auch weiterhin deinen monatlichen Scheck, oder? Mein Gott, ich bitte dich doch nur, dass du Stefan eine Chance gibst. Dein Mann macht genau das, was er kann. Hübsche kleine Pläne, die zwar niemand benötigt, aber die auch keinen Schaden anrichten. Oh Gott, du wirst immer bösartiger. Dein Zynismus ist kaum noch zu ertragen. Nein, du erträgst die Wahrheit nicht. Du kannst dich nicht damit abfinden, dass du einen Versager geheiratet hast. Lass ihn doch seine Bücher lesen. Hm? Besten den ganzen Tag. Das kann er. Mein lieber Bruder, ich glaube, du wirst Schwierigkeiten kriegen, wenn du so weitermachst. Hm. Was wirst du denn tun? Das Geld aus der Firma nehmen? Kann ich wirklich nur lachen. Kein Mensch verdient sein Geld so leicht wie du. Und zwar, weil ich dafür arbeite. Weil ich dafür arbeite, kannst du ohne Sorgen leben. Keinen Pfennig wirst du aus der Firma nehmen. Sei dir nicht so sicher, Alfons. Sei dir nicht so sicher. Darf ich dich hinaus begleiten, Schwesterchen? Nein, danke. Ich tue es aber trotzdem. Ich bringe dich nämlich sehr gerne hinaus.
Wo ist denn Frau Vollmer? In der Registratur. Ah ja, in der Registratur. Na gut. Ach, übrigens, haben Sie sich das jetzt überlegt mit Kassel? Das geht nicht. Ich kann meine Mutter nicht allein lassen. Na schön, dann eben nicht. Grossmann hat eine Idiosynkrasie gegen Büroräume. Was hat er? Ja, so eine Abneigung gegen Büros. Erst bestellt er uns an die Alster und dann lässt er uns eine halbe Weltreise machen. Also Junge, du kannst reden. Weißt du was, du hättest Politiker werden sollen. Ja, ich grüße Sie. Es tut mir leid. War ein weiter Weg für Sie, was? Aber man hat mich von einer Minute zur anderen hierher gerufen. Einer der Öltanks ist leck. Wir haben sowieso eine Idiosynkrasie gegen Büroräume. Übrigens, ich habe mit meinen Kollegen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen telefoniert. Ja, und? Ja, also in beiden Ländern sind im letzten Jahr mehrere solche Schweinereien, wie jetzt bei uns hier passiert. Immer auf die gleiche Art und Weise. Mal im Wald, im Bach, mal in der Heide. Aber immer auf einsamen Plätzen. Wie viele von den Fällen haben Sie aufgeklärt? Kein. Kein einziger? Nein, das wissen Sie, das ist schwierig, ist es. Manchmal werden die Stoffe in Zwischenlagerungen vermischt. Zum Beispiel Lackschlamme werden in Zwischenlagerungen mit Sägespänen versetzt und als Brennstoff ins Ausland verkauft. Wenn sich dann irgendwann herausstellt, dass die Mischung giftiger ist als erlaubt, ist nicht mehr festzustellen, woher das Gift stammt. Ja, dafür gibt es doch Begleitscheine. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber in der Praxis, da sieht es oft so aus, dass der Zwischenlagerer behauptet, das Zeug wäre schon vermischt angeliefert worden. Und dann stellt er als letzter Abfallbesitzer einen neuen Schein aus. Ja, das heißt doch, dass die Kollegen vom Umweltschutzamt überhaupt nicht an die Schweine rankommen. So ist es. Hier ist Ihre Aufstellung, aber letztlich sind das nur die kleineren Fische. Die wahren Drahtzieher, die sitzen ganz woanders. Die haben ihren Markt mittlerweile international aufgeteilt, wie eine Mafia. Die sitzen smart im Flieger und die machen sich nicht mehr die Hände schmutzig. An die müsste man ran. Und das hier, und der, den Sie suchen, das ist nur einer von vielen. Naja, wir suchen ihn auch wegen Mordes. Ja, auch wenn es nur einer von vielen ist. Wir müssen ihn trotzdem kriegen. Bist du noch nicht fertig? Du machst mir Spaß. Plötzlich stehst du in der Tür und sagst, ich fahre nach Frankfurt. Und dann muss alles wieder in 10 Minuten gehen. Ich musste einspringen. Kollege ist krank geworden. Dafür kann ich da nichts. Die Bank hat sich wieder gemeldet. Mein Gott, nochmal, nerv mich nicht, ja? Und der Heinemann hat auch angerufen. Die Stunden und Raten für den Wagen nicht mehr länger. Ja, ja, ja. Vertröste eben nochmal. Du hast gut reden. Du bist den ganzen Tag nicht da. Ich bin's doch, die die Leute am Hals hat. Was soll ich denn machen? Soll ich's mir aus dem Rippen schneiden? Du erhältst noch. Hier, gönn dir. Ganze Zeit lassen ist nicht so heilig. Doch, kannst du gestehen. Mal einen Tag raus aus der Schusslinie ist auch nicht schlecht. Vielleicht ist alles schon gelaufen, wie du heute bist. Hoffentlich. Hey, Günther! Wo hast du gesteckt? Wann? Na, wann? Gestern Nacht? Kann mich nicht erinnern, Filmriss. Du weißt, was gestern Nacht passiert ist. Nee, Zappenduster. An die Kneipe mit euch erinnere ich mich noch. Aber danach? Was war denn? Ich habe keine Ahnung. Du wolltest kurz raus und bist nicht zurückgekommen. Und wie bin ich dann auf die Schienen gekommen? Schienen? Ich bin neben den Bahngleisen aufgewacht. Mensch, hätte ja sonst was passieren können. Ich sag ja immer, nicht so viel saufen.
eigentlich bin ich ganz froh. Da bin ich aber anderer Meinung. Am 2. war Friebe dran. Fehlanzeige. Am 7. und 11. Moosbacher. Ja, Cadmium Niedersachsen. Am 15. dann wieder Friebe. Fehlanzeige. 21. und 25. Moosbacher. Schnede-Luhe-Teich, Niedersachsen. Und am 29. wieder Moosbacher. Ja, Schleswig-Holstein. Deckt sich total mit Grossmanns Liste. Aber so blöd kann der Mann doch nicht sein. An ein und demselben Tage zu laden und illegal zu entsorgen. Ja, was sagen Sie denn dazu? Jedes Mal, wenn Moosbacher für Sie gefahren ist, sind anschließend irgendwo in Nachbargebieten illegal Schadstoffe abgeladen worden. Was soll ich dazu sagen? Nichts, gar nichts. Herr Moosbacher muss dazu was sagen. Denke nicht daran, irgendwelche Spekulationen von mir zu geben. Aber das ist doch alles äußerst merkwürdig, oder finden Sie nicht? Hören Sie, Moosbacher arbeitet schon sehr lange mit uns zusammen. Und nicht ein einziges Mal haben wir Grund gehabt, uns zu beklagen. Die Firma war immer äußerst korrekt. Ja, ja, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Ja, ich kann nur sagen, wie es ist. Guten Tag. Jetzt werde ich Ihnen mal etwas sagen, Herr Doktor. Hier passieren die größten Umweltsauereien und Sie tun so, als ob sich das alles überhaupt nichts anginge. Aber Sie als Hersteller sind da mitverantwortlich. Mir ist das scheißegal, dass ich in der Mordkommission arbeite und hiermit eigentlich gar nichts zu tun habe. Aber seien Sie sicher, sobald wir Beweise haben, werden wir auch zu Ihnen zurückkommen. Und wir werden uns die Beweise holen, das verspreche ich Ihnen, Herr Dr. Kehler. Kalle. Wirklich eine Spitzenleistung. Von den 6 Briefen müssen 4 neu geschrieben werden. Warum? Jede Menge Fehler, alles rot. Der Chef ist ganz schön sauer. Guten Tag, ist Herr Moosbacher da? Sie können jetzt nicht zu ihm, der Chef will nicht gestört werden. Aber ich habe die Einsatzpläne für nächsten Monat. Ich sagte doch, es geht jetzt nicht. Herr Richter ist bei ihm. Ich bin in der Buchhaltung, ja? Was ist denn mit der los? Hat die Ahnung? Sie spielen heute alle verrückt. Seit Dr. Kehler angerufen hat, ist der Chef nicht auszuhalten. Dr. Kehler, was wollte der denn? Hey! Gehen Sie bloß weg von der Tür. Wenn der Chef rauskommt, ist der Teufel los. Denken Sie, es dauert noch lange mit Richter? Ja. Am besten, Sie kommen nachher wieder. Wenn sich hier alles beruhigt hat. Das wird wohl das Klügste sein. Mhm. Also dann bis nachher. Wann? Wann haben Sie mit Liebschke gesprochen? Eben vor einer Viertelstunde. Und glauben Sie, der meint das ernst? Ja, aber wenn der zur Polizei geht, ist er doch selbst dran. Auf jeden Fall spielt er mit dem Gedanken. Er hat kalte Füße bekommen. Seit dem Artikel in der Zeitung ist er völlig durcheinander. Ja, aber damit hat er doch überhaupt nichts zu tun. Ja, das sieht er anders. Er will mit deinem Mord nichts zu tun haben. Da stellt er sich lieber vorher. Ach Gott, ist das ein verdammter Idiot. Kein Richter auf der Welt kann ihn dafür verantwortlich machen. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er hat die fixe Idee und ist nicht davon abzubringen. Verbinden Sie mich mit Liebschke. Und das schnell. Was haben Sie vor, Chef? Mit ihm reden. Kein Mensch ist so blöd und liefert sich selbst ans Messer. Werner? Ja, ich bin's. Du, die Lieferung ist angekommen und für dich ist was dabei. Ja, kannst mal rüberkommen. Moment, Moment, Werner, Moment, Moment. Nicht am Telefon. Nicht am Telefon, das besprechen wir alles, wenn du hier bist. Ja, komm rüber. Okay. Dem Recht, der ist vollkommen durch den Wind. Na ja, wir werden schon beruhigen. Wann kommt Westrich zurück? Heute Abend spät und Klambeck dich von morgen. Gut. Thank you.
Tja. Muss zugeben, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber schließlich erledigen ja noch andere Firmen solche Aufträge. Ich meine, Sie haben unsere Kladde ja gesehen und für alle Fahrten, da liegen Empfangsbestätigungen der Entsorgungsfirma vor. Warum sind hier eigentlich keine Fahrer eingetragen? Wozu? Die Entsorgungsfahrten macht wer gerade mal Zeit hat, mal der, mal der. Wir machen das ganz unbürokratisch. Gibt es denn keine Dienstpläne? Doch. Die macht mein Schwager, aber die können Sie vergessen. Die stimmen hinten vorne nicht. Wie viele Fahrer haben Sie insgesamt? 12. Naja, wir fahren ja nicht nur für Dr. Kehler. Könnte ich den Betrieb hier zumachen? Nein, nein, wir transportieren alles. Alles, was auf der Straße rollt. Wo ist Herr Westrich jetzt? Oh, das tut mir leid, er ist noch unterwegs. Dann rufen Sie ihn bitte zurück. Ja, das ist nicht so einfach. Das hängt davon ab, welche Fuhre er zurückkriegt. Wissen Sie, Leerfahrten sind sehr teuer. Aber ich informiere Sie natürlich sofort, wenn er wieder da ist. Jetzt hören Sie mir bitte mal gut zu, Herr Mosbacher. Es geht hier um Mord. Und deswegen werden Sie bitte sofort diesen Fahrer herbeordern. Und ich hätte gerne auf der Stelle von Ihnen eine genaue Aufstellung sämtlicher Fahrten mit Fahrer und Ladung der letzten 3 Monate. Das müsste doch möglich sein. Das ist intern. Ich meine, bitte, wenn Sie darauf bestehen, kriegen Sie die natürlich. Aber Sie werden verstehen, dass ich was dagegen habe, wenn Hans und Franz ihre Nasen in meine vertraulichen Unterlagen stecken. Nicht Hans und Franz, nur wir. Am 7. Ja. Am 11. Ja. Dann am 21. Ja. Am 25. Ja. Und am 29. Ja. Ja, sind alle. Sind alle abgebucht. Was glauben Sie denn? Wir verschenken doch kein Geld. Das werden wir noch sehen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen und vielen Dank. Wiedersehen. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Das ist doch Wahnsinn. Mensch. Oder willst du ins Gefängnis? Was kann mir jetzt schon passieren? Die paar Monate sitze ich mit links ab. Vielleicht kriege ich sogar Bewährung. Aber wenn ich einen Mord decke, sieht die Sache schon anders aus. Ich bin doch nicht verrückt. Kein Mensch kann dich für einen Mord verantwortlich machen, den ein anderer begangen hat. Ja, das ist richtig. Das hat er mir auch schon gesagt. Aber das ist Beihilfe. Quatsch! Das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe. Ich will dir klaren Wein einschenken. Wenn die Kripo mich in die Mangel nimmt, dann reit ich mich nicht noch weiter rein. Das würde ich mir noch mal ganz genau überlegen. Das habe ich. Ich kann an nichts anderes mehr denken, seit ich diesen Artikel in der Zeitung gelesen habe. Na ja, du musst wissen, was du tust. So, trotzdem. Geh mit Karl ins Lager, ich habe ein paar Sachen für dich bereitstellen lassen. Jetzt noch? Obwohl du weißt, wie ich über die ganze Sache denke? Aber das eine hat auch nichts mit dem anderen zu tun. Jeder muss wissen, was für ihn gut ist. Die Arbeiter sind schon weg. Karl, zeig ihm, wo das Zeug steht. Komm. Er kommt schon. Vielen Dank. Jetzt geht's aber. Jetzt geht's gar nicht. Der Chef hat mir gerade gesagt, dass er auf keinen Fall gestört werden möchte. Na ja, dann nicht. So, da ist das Zeug. Sackkarre da.
Mama! Wo bleibst du? Ich warte! Was machst du denn? Ich komme gleich, einen Augenblick noch. Bring mir endlich meine Tropfen, du weißt, dass ich sie pünktlich nehmen muss. Ja, sofort, Mama, bin gleich bei dir. Den LKW rollen sehen? Als ich hingeschaut habe, war schon alles vorbei. Da war Herr Liebste schon tot. Eindeutig, der war tot. Es war auf den ersten Blick zu sehen. War nichts zu machen. Sagen Sie, bitte, was hat Liebste eigentlich hier gewollt? Ja, wir haben gelegentlich Posten, die beschädigt sind und die dann will ich abgegeben werden. Da war kein Gang eingelegt und die Handbremse nur ganz leicht angezogen. Und das bei dem abschüssigen Boden. Schau dir mal das Gefälle an, das ist der reinste Wahnsinn. Bodenloser Leichtsinn. Es ist mir unbegreiflich, wie das passieren konnte. Können wir mal in Ihr Büro gehen und die Aussagen aufnehmen? Ja, selbstverständlich. Sag Ihnen, das hat keinen Zweck. Die Abdrücke sind völlig verschmiert. Wie bei der Stange, mit der der Mann erschlagen wurde. Alles voll Öl, Dreck, Staub. Sinnlos. Versuchen Sie es trotzdem weiter. Klugscheißer. Soll er mir mal vormachen. Aussage sind unsere Beweise einfach nicht stichhaltig. Hoffentlich verunglückt ihr nicht auch noch. Hm? Naja, wer sagt euch denn, dass der Unfall von dem Liebschke auch wirklich ein Unfall war? Also ich verstehe das nicht. Der Mosbach hat doch immer für alles bezahlt. Wir sind die ganzen Buchungen durchgegangen, Datum für Datum. Woher weißt du denn, dass er alles bezahlt hat? Tja, weil wir es selbst gesehen haben. Ja, ihr habt nur die Buchungen gesehen. Ja, was denn sonst? Die Bilanz. Vielleicht ist das abwegig, aber mich würde die Bilanz interessieren, ob Mosbachs Konto ausgeglichen ist. Ja, gut, Pepe. Komm, wir gehen wieder in die Firma und holen uns den ganzen Computer. Ja, komm, du wartet doch mal. Nichts gegen eure Intelligenz, aber die Bilanz kann wirklich nur ein Fachmann lesen. Also besorgt euch die Papiere, beschlagnahmt die Bilanz oder die Abrechnung, egal wie sie es nennen, und dann nichts wie hin damit zu den Eierköpfen der Wirtschaftskripo. Wieso? Ich kann Bilanzen lesen. Ich habe nämlich eine Banklehre gemacht, bevor ich zur Kripo bin. Ich habe ein abgebrochenes Medizinstudium. Lässt du dir von mir einen Bauch aufschneiden? Oh, nee, danke. Da hole ich mir lieber die Bilanzen. Ja, beeilt euch. Also komm. Mach die Tür zu. Ja, mein Junge. Das habe ich dir ja schon am Telefon gesagt. Du steckst ganz schön im Dreck. Die wollen dich sehen. Und zwar sofort. Das stehe ich nicht durch. Sie müssen mir helfen. Das kann ich nicht. Aber Sie haben mir doch den Auftrag gegeben. Habe ich dir den Auftrag gegeben, meinen Mann umzubringen? Und was soll ich jetzt machen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass darauf lebenslänglich steht. Thank you.
Was machst du da mitten in der Nacht? Wen rufst du jetzt noch an? Mama, geh schlafen. Wie kann ich schlafen, wenn du hier andauernd herumgeisterst? Die ganze Zeit höre ich, wie du immer dieselbe Nummer wählst. Leg dich bitte wieder hin. Hör auf zu telefonieren, dann kann ich schlafen. Geh in dein Zimmer und hör auf, andauernd diesen Kerl anzurufen. Ist ja widerlich. Ihre Firma für jede Fuhre belastet, aber nur für ein paar Tage. Und dann wurden die Belastungen wieder storniert. Wirklich? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Herr Moosbacher, Sie wollen uns doch nicht im Ernst weismachen, dass Sie nicht wussten, dass dieser Buchhalter Ihre Fuhren nicht berechnet? Doch, nein, nein, wirklich. Ich kann mir das nur so erklären, dass das Westrich und Liebschke auf eigene Rechnung gearbeitet haben. Ja, die haben das Geld für die Entsorgung in die eigene Tasche gesteckt. Hier, die Firmenkonten zeigen ganz klar, um welche Summen es sich handelt. Ja, und da stecken Sie mit drin. Und warum nur Westrich? Der hat das Zeug doch nicht als einziger gefahren. Nein, nein, natürlich nicht. Aber abgeliefert, also abgeliefert hat es meistens Westrich. Es ist mir auch klar, warum er sich um die Fuhren immer so gerissen hat. Wann haben Sie Westrich das letzte Mal gesehen? Das war vorgestern. Ich glaube am Vormittag, vor seiner Tour. Ja, ja, vor seiner Tour. Bin ich mir ganz sicher. Und danach? Nicht mehr. Günther. Wach auf. Mensch, Günther.
eine Vergiftung. Tabletten. Ja. Wehrmeisterstraße 4. Bei Westrich, 12. Stock. Ja, Westrich. Ja, bitte. Langsam ist mein Bedarf an Schwierigkeiten gedeckt. Wenn wir bei unserer Linie bleiben, kann nichts passieren. Der Unfall von Liebschke war doch direkt ein Glücksfall für uns. Einer weniger, der reden kann. Bleiben nur noch Köstare, Buchhalter und Westrich. Wenn einer von denen quatscht? Hör auf, dir Sorgen zu machen. Kein Grund zur Panik. Na, hoffentlich. Ich habe den ganz großen Zirkus kommen lassen. Erst Liebschke und dann Westrich. Also für mich sind das ein paar Zufälle zu viel. Hm. Irgendwelche Gewaltanwendungen? Nee, keine. Aber das war mit Sicherheit kein Selbstmord. War der betrunken? Ja, guck dir die leeren Flaschen an. Der muss einen ganz schönen Hammer gehabt haben. Du, im Otto wartet dein Fräulein Lindner. Die will nur mit dir reden. Sie sagt, sie kennt dich. Aha. Hat sie ihn hier gefunden? Ja, ja. Die hat einen Schlüssel zu der Wohnung. Ah, okay. Danke, wir sind fertig hier. Guten Tag, Frau Lindner. Sie wollten mich sprechen? Ich habe gehört, dass Sie Herrn Westrich gefunden haben. Die Tür war nicht abgeschlossen. Nur eingeschnappt. Und weiter? Günther hat das nie gemacht. Er hat immer abgeschlossen und den Schlüssel stecken lassen. Aber das wäre noch kein Beweis dafür, dass es sich um Mord handelt, falls Sie darauf hinaus wollen. Und die Zigarillos? Auch kein Beweis. Die lagen doch im Wohnzimmer. Im Aschenbecher neben Günther. Das ist doch der Beweis, dass Mosbacher hier war. Wir müssen erst den Speichel untersuchen. Könnte es denn sein, dass die Zigarillos schon länger da liegen? Nein. Nein, unmöglich. Mosbacher war noch nie in dieser Wohnung, das kann ich beschwören. Hm. Frau Lindner, in der Firma gibt es 12 Fahrer. Welche von Ihnen haben denn die Entsorgungsfahrten zu Fischer und Sohn gefahren? Doch nicht alle, oder? Nein. Eigentlich nur 2. Günther und Klambe. Das sollte eigentlich niemand wissen in der Firma. Aber Günther hat es mir erzählt. Ja, bitte? Kriminalpolizei, Frau Klambeck. Ja, bitte? Was wollen Sie? Wir möchten gern mit Ihrem Mann sprechen. Der ist nicht da. Na, dann machen wir ein paar Fragen an Sie. Kommen Sie rein. Was wollen Sie von meinem Mann? Wie bekommt Ihr Mann eigentlich seinen Lohn? Wieso? Was meinen Sie damit? Frau Klambeck. Am Monatsende kriegt er ihn. Das Geld wird überwiesen, nehme ich an. Ja, natürlich, auf die Bank. Wir haben hier einen Beschluss vom Gericht. Damit können wir zu Ihrer Bank gehen und seine Kontoauszüge durchsehen. Ich nehme an, das wäre Ihnen doch sicher unangenehm, oder? Natürlich. Natürlich wäre mir das unangenehm. Ja, sehen Sie. Deswegen kommen wir auch zu Ihnen. Wir haben gedacht, es ist einfach besser für Sie, wenn wir die Kontoauszüge hier durchsehen. Wenn es sein muss? Mhm. Muss sein.
Entschuldigung. Schon gut. Jetzt halt mich nicht auf, ich muss in die Buchhaltung. Alfons, ich muss dringend mit dir sprechen. Du hast doch gehört, ich habe keine Zeit. Nicht jetzt. Doch, jetzt. Also, was willst du? Ich möchte mit dir über die Zukunft der Firma sprechen. Sag mal, ich höre mal nicht recht. Ein Gespräch über die Zukunft der Firma. Ja. Mit dir. Ja, ich habe den Eindruck, dass du in großen Schwierigkeiten steckst und ich würde dir gerne helfen. Aber das geht natürlich nur... Mit einer relevanten Position, ich weiß. Schlag dir das aus dem Kopf. Sag mal, hast du das immer noch nicht kapiert? Du bist nicht geeignet für so eine Position. Vielleicht änderst du nach unserem Gespräch deine Meinung. Nein, die ändere ich bestimmt nicht. Solange ich die Firma habe, schlägst du deine Zeit mit deinen hübschen kleinen Tabellen tot. Und laber mich nie mehr deswegen an. Telefon gesagt, du bist gleich da. Das war furchtbar. Plötzlich standen sie vor der Tür und haben mich ausgefragt. Ich habe immer nur gedacht, hoffentlich merken die Nachbarn nicht, dass die Polizei hier ist. Es war schrecklich. Ganz ruhig. Ich bin ja jetzt da. Was wollte die Polizei? Deine Auszüge von der Bank. Und? Hast du sie ihnen gegeben? Was soll ich denn machen? Sie wären sonst zur Bank gegangen. Bleib hier. Mach nicht auf. Klambeck? Kriminalpolizei. Polizei. Was wollen Sie? Wir möchten, dass Sie mit uns aufs Präsidium kommen. Und wenn ich nicht will? Na, Sie werden schon wollen. Sie wissen genau, dass es für Sie besser ist, wenn Sie freiwillig mitkommen. Das können Sie doch nicht tun. Mein Mann ist gerade erst von der Tour zurück. Lass nur. In einer Stunde bin ich wieder zurück. Nehmen wir Ihren oder meinen Wagen? Ach, ich glaube, wir nehmen lieber unseren, ne? Haben Sie. Bis nachher. Das ist doch Ihre Marke, Herr Musbacher. Wir haben eine Speicheluntersuchung durchführen lassen. Westrich hat da nicht drauf rumgekaut. Das bedeutet, dass Sie gestern in Westrichs Wohnung waren. Das bedeutet, dass Sie uns belogen haben. Ich habe Sie nicht belogen. Sie haben uns definitiv gesagt, dass Sie Westrich nach der Rückkehr von seiner Tour nicht mehr gesehen haben. Und wir werden Ihnen durch die Speicheluntersuchung das Gegenteil beweisen. Und dann, Herr Moosbacher, dann ist Schluss mit diesem Spielchen. Ich wollte nur sagen, es ist doch wohl ein Unterschied, ob man lügt oder die Wahrheit verschweigt. Westrich kam gestern Abend zu mir. So, gegen 11 etwa. Er war völlig fertig. Wollte Schluss machen. Was? Und warum? Weil er derjenige war, der den Radfahrer erschlagen hat. Menschenskind, warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Westrich wollte von sich aus zu Ihnen kommen. Das hatte er mir nach unserem Gespräch fest versprochen. Aber erstmal musste ich ihn davon abbringen, sich das Leben zu nehmen. Mein Gott. Westrich hat einen Menschen umgebracht und Sie wissen das und Sie sagen uns nichts. Wissen Sie, dass das neben allem anderen Behinderung polizeilicher Ermittlungsarbeit ist? Aber was hätte ich denn tun sollen? Ich weiß, dass er was Schlimmes gemacht hat. Aber das ist doch kein Grund, jemandem nicht zu helfen, wenn er Hilfe braucht, noch dazu, wenn man sein Vorgesetzter ist. Ich habe ihn also nach Hause gebracht und auf ihn eingeredet. Und auch,
auch wenn es nichts genutzt hat. Ich habe es wenigstens versucht. Liebschke ist tot, Westrich jetzt auch. Aber Sie haben von der ganzen Sache nichts gewusst. Und das ist die Wahrheit. Nein, das ist sie nicht. Aber das werden wir Ihnen auch noch beweisen. Ich glaube, der Klammweg wird langsam reich. Ja, wunderbar. Wenn wir von ihm Geständnis haben, dann haben wir auch endlich Moosbach. So, Herr Klammweg hat endlich eingesehen, dass er mit der Wahrheit am besten fährt. Ja, der Mann hat gestanden. Dass Moosbacher hinter der Sache steckt? Nein, Richter. Was? Nicht Moosbacher? Nein. Richter. Ist die rechte Hand von Moosbacher. Ja. Guten Tag. Entschuldigung, darf ich reinkommen? Ja, bitte. Ich wollte gerne mit jemandem vom K3 sprechen. Um was geht's denn? Wir gehen nochmal rüber. Darf ich das jetzt noch? Bitte. Wieso haben Sie eigentlich so eine Angst vor Moosbacher? Ich habe keine Angst. Wieso geben Sie da nicht zu, dass Moosbacher Ihnen die Aufträge erteilt hat? Nein, nicht Moosbacher, Richter. Wir werden schon sehen, ob Richter das gleiche aussagt wie Sie. Chefbüro Moosbacher-Vollmer. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Augenblick bitte. Ihr Schwager, er möchte mit Ihnen reden. Fragen Sie ihn, was er will. Das habe ich schon. Er will es nur Ihnen sagen. Na, geben Sie her. Nee, stellen Sie durch. Augenblick bitte, ich stelle durch. Jetzt red nicht um den Brei herum. Was ist das für ein Vorschlag, den du mir machen möchtest? Ja, dann frag meine Schwester, wenn du es nicht so genau weißt. Wo ist die? Also schön bis heute Abend, ja? Aber es wird spät werden. Schicken Sie Richter zu mir. Sie sind nicht hier, weil Sie falsch geparkt haben. Das ist eine ganz böse Sache, in der Sie da stecken. Und eine teure. Ganz zu schweigen von dem Mord. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist aber so. Ich habe nicht das Geringste damit zu tun. Ich habe immer nur das ausgeführt, was man mir gesagt hat. Und wer war das? Wer hat Ihnen gesagt, was Sie tun sollen? Was, Moosbacher? Warum habt ihr denn alle so eine Angst vor dem? Oder hat er euch versprochen, dass er sich um eure Familien kümmert, wenn ihr im Knast seid? Schalten Sie ruhig auf Stur, ich habe Zeit. Viel Zeit. Ich werde sogar noch dafür bezahlt. Also, nochmal. Wenn es nicht Moosbacher war, wer war es dann? Ich? Ich soll das getan haben? Das hat Klammbeck doch nie im Leben gesagt. Ja, glauben Sie vielleicht, dass ich blöffe? Das darf ich gar nicht. Das ist gesetzlich verboten. Ja, aber er kann es nicht gesagt haben, weil es nicht wahr ist. Er hat es aber gesagt. Wort für Wort, so wie es im Protokoll steht. Ja, aber es stimmt nicht! Ich habe nie etwas derartiges angeordnet. Ich konnte es überhaupt nicht. Schon von der Stellung her nicht.
Wer hat es dann getan? Keiner. Keiner hat es getan. Sie können mir sagen, was Sie wollen. Ich glaube Ihnen nicht, dass unsere Firma an derartigen Schweinereien beteiligt ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn er es behauptet. Von mir jedenfalls hat er nie einen solchen Auftrag bekommen. Von wem dann? Einer hat es getan. Einer muss es getan haben. Wo ist meine Schwester? Die ist nicht da. Willst du was trinken? Was heißt, die ist nicht da? Die wollte mir doch einen Vorschlag machen. Das musst du falsch verstanden haben. Ich wollte noch mal mit dir reden. Über meine Position. Sag mal, spinnst du? Du lockst mich hierher, um mit mir über deine Position zu reden. Vollidiot. Na, dann muss ich wohl doch zur Polizei gehen und eine Anzeige machen. Wegen Mordes. Was willst du machen? Du willst was machen? Eine Anzeige wegen Mordes. Du bist ja verrückt. Wen soll ich denn umgebracht haben? Liebschke, ich habe gesehen, wie du ihn umgebracht hast. Du hast den Gang rausgenommen und die Handbremse gelöst. Sieh mal einer an. Du hast mich unterschätzt. Aber wenn du schon so klug bist, wie du immer meinst, dann weißt du doch sicherlich auch, dass es bei Aussage gegen Aussage keine Verurteilung gibt. Da wäre ich nicht so sicher. Du musst doch zugeben, dass es für dich das Beste wäre, wenn ich den Mund halte. Wo kein Kläger, da kein Richter. Und ich habe dich immer für blöd gehalten. Und was für eine Garantie habe ich, dass du mich nicht ständig erpresst? Meine Angst vor dir. Du würdest mich doch genauso umbringen wie Liebschke. Ja. Liebschke war ein Sicherheitsrisiko. Pass auf, dass du nicht anders wirst. Liebschke und Westrich. Belastet es überhaupt nicht dein Gewissen? Die oder die Firma? Ich hatte keine Wahl. Also, komm morgen früh zu mir, dann kriegst du deinen Vertrag. Und dann schwamm drüber, dann will ich nichts mehr davon hören. Pech, Herr Mosbacher. Jetzt ist es nicht mehr Aussage gegen Aussage. Theo Klambeck hat gestanden, Karl Richter hat gestanden und jetzt haben auch Sie gestanden. Danke, Herr Schneider. Out my side.